Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Angeknabbert Bloodborne. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den schurkischen Schlangenschlechter nennen, wenn ihr wollt, denn ich bin hier immer noch unterwegs in dieser komischen Schlangengrube, wo ich ganze Knoten an Schlangen gefunden habe, die sich als, ja, doch schon recht furchteinflößende Gegner erweisen. Ich habe jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gespielt. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal wieder reinfinden, aber ich denke, boah, wir schaffen das schon, Leute. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses drüber Blutedelstein, wie lange ich dieses angeknabbert jetzt noch machen werde, denn das Interesse scheint etwas zurückzugehen, lag jetzt auch an den Chalice Dungeons. Ich möchte niemanden enttäuschen und ich möchte auch dieses geniale Spiel, wie ich finde, nicht frühzeitig abbrechen, aber ich möchte auch nicht, weil es ja vor allem auch als angeknabbert gedacht ist, nicht ewig weiterspielen, wenn eigentlich keiner ein ernsthaftes Interesse daran hat. Das sehen wir einfach dann. Ein paar Folgen mache ich vielleicht noch und wenn ihr nicht mehr wollt, dann spiele ich es auf jeden Fall privat weiter. Denn für mich gehört es tatsächlich zu den spaßigsten Spielen, die ich seit langem gespielt habe. Und wie ihr wisst, habe ich einiges gespielt in letzter Zeit. So, hier kam ich her. Ich höre schon wieder Schlangen. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Die müssen doch ganz nah sein. Ach, da ist doch was. Ah ja, okay. Oh. Und bams. Und nochmal. Bams. Da ist gleich noch einer. Na gut, dann bams wir mal. Wieso hat er mich denn erwischt? Warum sind das denn so viele gleich? Wäre einer nicht genug gewesen, meine Freunde. Jetzt muss ich weg hier. Die poisen mich auch. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Okay, und nochmal drauf. Und nochmal. Aber nicht zu viel. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich zu viel, Leute. Und jetzt nochmal. Bams. Und schnell zurück. Ja, wenn zwei auf einmal kommen, das ist gar nicht mal so cool. Aber jetzt nochmal. Oh, oh. Alter, die halten aber auch ganz schön was aus. Okay, jetzt haben wir sie aber. Uiuiui. Das war ein ganz schön gefährlicher Kampf, muss ich mal sagen. Man wird aber auch entsprechend entlohnt. Nee, das war es noch gar nicht. Da scheinen noch mehr zu sein. Ja, die scheinen aber da unten zu sein. Mäßigung Blutedelstein. Glänzende Münzen 5. Ah, also die sind schon gefährlich. Das muss man echt mal sagen. Blutsteinbrocken scheint der nächste Aufwertungsgegenstand zu sein, oder? Fände ich ganz geil, muss ich sagen. Denn wir sind mit den Zwillingsblutedelsteinen ja schon so weit, wie es nur geht. Boah, überall diese Schlangen. Das ist eigentlich ganz schön eklig hier. Ich habe zwar jetzt... Was ist das? Achso, es sind nur mehrere davon, wie es aussieht. Ich habe zwar jetzt keine extreme Angst vor Schlangen oder so, aber wenn das solche komischen Monstrositäten sind, so mutierte, dann hat man da auf jeden Fall eine Menge Respekt vor. Boah, Bums. Oh, der hat mich aus der Luft... Oh, komm, langsame Vergiftung. Wo kam der denn jetzt her, der Kleine? Ja, das ist nicht so cool. Habe ich irgendwas zum... Ja, Gegengift ist doch super. Wir nehmen mal den Molotow mit. Vielleicht kann ich eine von den Schlangen irgendwie... Yeah. Der eine hat sich jetzt dorthin gemacht, warum auch immer. Dann werfe ich doch mal einen Molotow drauf, oder? Mal sehen, wie das wirkt. Nicht besonders. Oh. Wir haben so ein paar Angriffe. Boah, Alter. Die quasi sofort treffen. Darf ich gleich wieder ein Gegengift essen. Ja, das läuft doch nicht so gut. Ich wollte springen. Okay, komm her. Hallo, warum springst du nicht? Nochmal. Es geht doch. So ein Sprung macht. Ja, der Hammer ist schon sehr langsam. Vielleicht sollte ich... Nee, aber der trifft so hart. Das ist schon eigentlich ganz gut so. Ich muss nur direkt danach schlagen. Dann geht das auch, glaube ich. Und... Jawohl. Das... Ja, wir können schon dazwischen gehen. Es sind verdammt viele von den Viechern hier. Der hätte mich auch fast erwischt da.
sind viele hier. Da hinten ist auch noch so ein... Ja, ich glaube, ich sollte erst den hier besiegen. Sonst fällt er mir gleich in den Rücken. So. Vielleicht nochmal. Nee, also einfach wild durchhacken geht schon mal nicht. Das wäre jetzt mein Plan gewesen. Boah, die sind schon... Die sind schon irgendwie furchteinflößend. Die sind gar nicht mal so stark. Aber sie sind auch nicht völlig harmlos, muss ich echt mal sagen. Puh, also jetzt zur nächsten. Hier sind nämlich noch Scharhetze. Der spuckt ja. Erstmal einsammeln, ne? Drei Zwillingsblutsteinscherben, nicht übel. Nochmal eine. Ist hier noch mehr? Sieht nicht so aus. Und. Boah. Komm, wir machen das jetzt. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Nee, sollten wir nicht. Also, nee. Da langsam rangehen ist sehr viel klüger, als sich wie ein wilder Batz durchzuhämmern. Tiefsee. Ich habe eben schon sowas gefunden. Also, wir scheinen jetzt häufiger solche. Wie heißen die Dinger? Hunen zu finden. Und was eine gute Sache ist. Weiß ich nur leider nicht, wie lange das schon her ist, dass wir das letzte Mal... Ich habe wirklich den letzten Part vor etwa 6,8 Jahren aufgenommen, würde ich sagen. Und jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie lange es schon her ist, dass wir so einen Checkpoint gefunden haben. Na, hier geht es auf jeden Fall noch weiter, das ist gut. Aber ich erwarte überall Fallen. Da unten sind noch Feinde, also... Da scheint es noch in der Ecke weiter zu gehen. Wahrscheinlich noch nicht gewesen zu sein. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Liebe Leute, das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, da käme ich her. Gewissermaßen. Na gut, aber wir gehen nochmal dahin. Wenn da Feinde sind, ist da auch Ehre. Wow, da oben ist noch was. Ein Schweinchen. Oh mein Gott. Aber bevor... Ich höre hier Schritte. Ist das das Schweinchen? Ist das Babe? Ich glaube, da ist mehr als ein Schwein, ha? Und nochmal. Huch! Wieso habe ich diese Waffe dabei? Na gut, was ist halt mit der Waffe? Ich habe versehentlich die Waffe gewechselt, ich Horst. Okay. Na, das kommt eben daher, dass ich länger nicht gespielt habe. Da ist noch ein Schlangenfritzi. Mal schauen, ob ich drauf springen kann. Boah. Gar keine gute Idee. Alter Verwalter. Mit den Kleinen habe ich natürlich nicht gerechnet. Was ist denn hier bloß los? So viele Feinde. Du auch, hä? Willst du meinen Hammer spüren? Oh yeah, du willst. Bams, bams. Es ist so viel. Da hat sich jemand gedacht, ey, wie wäre es, wenn wir einfach mal 50 Gegner machen? Ist doch viel besser als einer. Okay, das war noch nichts. Jawohl, das war was. Und deswegen kriegst du jetzt auch mein Schwert ab. So. Für die da ist, glaube ich, dieser Angriff hier deutlich besser. Und nimm dies, du Feind. Oh, da hat noch jemand überlebt. Bam. So. Ach. Was war das denn? Achso, das waren nur die Ömmel da. Ich habe mich völlig verlaufen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo es lang geht. Ich dachte ehrlich gesagt, ich wäre hier irgendwo hergekommen. Aber das weiß ich einfach nicht. Das letzte Mal ist einfach, wie gesagt, schon über 8 Jahre her, dass ich gespielt habe. Ja. Ihr habt euch nicht verhört. Es sind über 10 Jahre inzwischen. Und deswegen ist meine Erinnerung natürlich sehr schwach. Da oben ist auf jeden Fall ein Schatz und den möchte ich gerne haben. Ah, da komme ich von hier aber auch gar nicht dran. Oder hätte ich da springen? Nee, das reicht ja nie und nimmer, da zu springen. Aber wir haben auf jeden Fall diesen Schatz hier. Ist auch schon mal was wert. Grabwächterrobe. Oh, und Manschetten und ein Kilt kriegen wir noch dazu. Geilo, ein Kilt. Damit können wir sehr männlich auftreten. Das ist für unsere Scarlet genau das Richtige. So, oh. Schlängi. Schlängi-Time. Blamste. Okay,
noch eine Schlängi-Time. Schlängi-Time! Bam, bam. Dieser Hammer ist so geil. Ich bin echt froh, dass ich den genommen habe, denn das ist einfach eine coole Waffe. Ist bestimmt nicht die stärkste im Spiel, aber... Oh, da hat aber was Zuckungen. Na gut, dann soll es halt mal ein bisschen zucken. Hm. Ja, ich weiß, ich laufe chaotisch in der Gegend rum. Aber momentan bleibt mir leider nichts anderes übrig. Hier waren die Schlangen drin. Ja, dann geht es in die Richtung weiter. In die oder nach dort? Gucken wir erstmal da. Sorry, wenn ich etwas ablaufen sollte, was wir schon längst kennen, aber es sieht mir nicht danach aus, als wäre das der Fall. Sieht aber wie eine Falle da unten aus. Trotzdem, wir rollen einfach mal hin. Oh, was hast du? Ah ja, okay. Kannst du meinem Hammer aus? Ist das ein besonderer? Ah ja, ist er. Nur, dann nehmen wir ihn doch gleich mal auseinander. Rechtsläufige Metamorphose. Was auch immer. Beschwöre mal da, das Zwilling. Wir haben noch nie was beschworen hier. Ach, könnte das sein, dass das hier... Nee, geht nicht von der Seite. Nee, ist nicht der nächste Boss. Dachte schon, dachte schon. Wäre mir auch unlieb, denn momentan fühle ich mich nicht besonders bossig. Und da ich mich noch nicht so richtig wieder ins Spiel reingefunden habe. Hui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, nimm. Dies, du Arsch. Okay, die lassen sich circlen, wie es aussieht. Und die können wohl nur nach vorne angreifen. Ja. Das ist doch der Weg, wo ich herkam, oder? Ja, da ist auf jeden Fall nochmal ein Schatz. Vorsicht vor Schlange. Du meinst die da, ne? Oh, es sind sogar zwei. Ups. Kamera, was tun Sie, junge Kameradame? Sind Kameras Damen? Ich glaube schon, ne? Heißt ja die Kamera, nicht der Kamera. Bam, bam. Oh, oh. Nicht richtig erwischt. Rasendes Kaltblut. Oh, ich habe schon wieder so viele Seelen. Also, ne? Blutecho-Seelen. So heißen die nämlich wirklich. Ich sollte die mal irgendwo ausgeben. Langwaffe ist effektiv. Ja, das kann ich mir vorstellen. Feuer ist effektiv. Ja, nur gegen was und warum? Ich weiß es nicht. Da oben ist schon wieder was. Ach nee, das ist das mit dem Baumstamm, wo ich nicht hochkam, ne? Ja, ja. So langsam setzt sich das Level zusammen. Hä? Aber hier könnte ich hergekommen sein, oder? Ach, Schweinchen dick mal wieder. Ah ja, ist nicht das Erste. Ist nicht das Erste und deswegen machen wir jetzt einfach mal... Pum! Pum! Kann der hier hochrennen? Das weiß ich gar nicht. Nee, kann er nicht. Ah, oh! Hui! Jetzt hat er irgendwie... Ah, jetzt habe ich den Kiesel! Meine Fräse! Ich glaube, das wird nichts bringen. Ich verliere nur das, Ah, geht schon. Ich meine, man kann auch ganz normal gegen die kämpfen, aber es ist, hängt gerade so lustig fest hier. Bumm. Oh, oh. Na gut. Nimm dies. Und das. Alles klar. Da ist jemand bei dem Schweinchen gestorben. Könnte sein, dass hier noch mehr lauert. Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Puh, in welche Richtung gehen wir? Hier sieht es aus, als wäre der Weg weiter. Und hier sieht es aus, als wäre hier auch der Weg weiter. Na toll. Hm. Hm. Es geht hier weiter, das glaube ich fest. Oh yeah. Ich sehe gar nichts, aber ich höre was. Einen Grunzer. Gott, in welche Richtung soll ich gehen? Es gibt zwei. Ach, das sind wieder solche Viecher. Beinlos. Und erstmal langsam, aber fruchtbar sind. Oh, und die halten etwas aus.
Nee, doch nicht. Haben beim ersten Mal wohl nur nicht erwischt. Na komm schon. Ja, du kannst. Habe ich den jetzt erwischt oder was? Uiuiuiui. Und vielleicht noch einen drauf? Ja, ist weg. Hier waren auch beide. Ah, und du? Du willst auch noch? Ich wollte gerne ein bisschen Lebensenergie zurückhaben, damit ich mich nicht zu viel ein muss. Verrinnender See. Jetzt kriege ich aber viele von den Dingern. Ja, das ist echt krass. Ich nehme die Folge übrigens an meinem Geburtstag auf. Erwarte heute Abend noch lecker Kuchen. Uiui. Und freue mich, wenn ich heute als Geburtstagsgeschenk sozusagen nicht völlig verrecke hier. Aber leider ist es Bloodborne und nicht Mickey Mouse. Und aus dem Grund schicken sie mir ein riesengroßes, fettes Schwein. Okay. Wenn der jetzt spurtet, habe ich ein Problem. Denn der Spurt von den Dingern ist echt fies. Ich bin jetzt deswegen zurückgegangen. Oh, weil ich hier keinen Weg gesehen habe, den ich jetzt aber ablaufen darf. Eigentlich, weil ich da noch so ein Vieh gesehen habe. Da seht ihr das? Da bei dem Gegenstand sitzt noch so ein beinloses Monster. Und ich habe Angst gehabt, dass mich das jetzt auseinandernimmt, wenn ich gegen das Schwein kämpfen möchte. Na, komm mal her, Schweinchen. Ich fürchte, ich muss gegen es kämpfen. Ja, jetzt rennt es gleich auf mich zu. Einmal so. Ja, das ist mein Lieblingsangriff von den Dingern. Denn, wenn es relativ frech macht und er hat danach relativ lange Zeit, bevor er tatsächlich zu Boden geht. Okay. Den haben wir. Vor dir hatte ich nämlich eben Angst. Deswegen muss ich dich leider jetzt blocken, mein Freund. Beruhigungsmittel hatten wir noch gar nicht, glaube ich. Scharfer Blutedelstein. Alles klar. Ja, sieht so aus, als wäre das doch der Weg weiter gewesen, ha? Oder ist es... Oh, schon wieder zwei Wege. Das sieht aber geheimer aus hier. Nee, hier ist doch nur ein Weg. Ich dachte, es wären zwei. Ja, soll ich dann hier weitergehen oder was? Oder wie? Ich trau mich nicht. Es sind doch zwei. Ja, ist ja klar. Dann gucke ich mal ganz kurz in die andere Richtung noch, bevor ich hier weitergehe. Also, ich muss sagen, das ist nicht mein Lieblingsgebiet, denn man kann sich hier sehr gut verlaufen. Aber auf der anderen Seite ist mir das in der Stadt ja auch passiert. Also, doch, es gibt schon ziemlich viel, was man hier finden und suchen und ablaufen kann. Macht immer noch ordentlich Laune, das Game, muss ich mal sagen. Also, richtig geil. Schade, dass ich in letzter Zeit nicht so viel dazu gekommen bin. Mit meinem Riesenhammer. Okay. Was haben wir denn hier? Das sieht aber nach Boss-Battle aus, oder? Das wäre mir gar nicht mal so recht. Ist das ein Feind? Nee, der steht da nur. Schon wieder zwei Wege mehr. Also man kann es einfach nicht sagen, wo man lang gehen soll. Ist da was? Da steht jemand, oder? Nee, ist nur ein Grabstein, den ich gerade für eine Person hielt. Okay, hier ist nichts, nur ein Item. Und ein Weg weiter. Es ist echt krass, es gibt einfach zu viele Wege hier. Was bist du denn, Finn? Was bist du denn? Ein Blobbel? Was machst du? Ich hau dich mal. Oh, der gibt richtig Erfahrung. Scheint gefährlich zu sein, Wissen des Verrückten. Schwubbelchen, guckt euch das mal an. Der schwubbelt. Okay, Schwubbelchen, danke. Ah, das sind auch Schwubbelchen, hä? Huh? Oh, und die können Dinge. Ich gehe davon aus, dass die richtig gefährlich sein können. Vor allem diese Schüsse da sehen nicht ohne aus. Alter, aber es gibt doch noch so viele Wege. Wo soll ich denn langlaufen bloß? Was ist das denn? Gleich zwei von diesen Viechern und die schießen ganz fies. Okay.
Und bitte nicht. Oh, das macht richtig Schaden, das Ding. Alles klar. Uiuiui. Ja, das hat schon linksläufige Metamorphose. Hatte ich nicht eben eine rechtsläufige? Hat schon einen Grund, aus dem die so viel Erfahrung geben. Machen offenbar richtig Schaden, wenn sie treffen. Arkanblut, Edelstein. Ich finde so viel Zeug gerade, ist ja geil. Ich weiß nicht, ob ich nicht mit euch... Boah, hat ein bisschen zu wenig Schaden. Haben nur ganz leicht gestreift wahrscheinlich. So, wir sind des Verrückten. Wundervoll. Oh. Und komm! Ich will sie gar nicht erst richtig treffen lassen. Wer weiß, was die an Angriffen haben. Grapple vielleicht auch. Vielleicht verschlucken sie mich mit ihrem komischen Bobbelkopf. Das sind die Schlümpfe, gegen die wir hier kämpfen. Und die haben den Bobbelangriff. Was ist da? War doch was. Die ist nur gestorben. Ja, also ihr seht schon, die Viecher hier, die scheinen was drauf zu haben. Scheinen durchaus was drauf zu haben. Denn da sind offenbar auch Leute hier gestorben. Vielleicht, wenn sie mit einer weniger geeigneten Waffe gegen diese Viecher kämpfen und sie nicht rechtzeitig platt kriegen können, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die dann irgendwas haben, was einen einfach instant killt. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Glücklicherweise sind wir jetzt auf einem optionalen Weg vorhin gelandet. Und das bedeutet, dass wir einen von vier Wegen jetzt schon wegstreichen können. Oh ja, nochmal so einer. Okay. Interessiert mich nicht. Ah. Voll blöd, Alter. Komm. Schlangenhände, wie geil. Habt ihr es gesehen? Das sind aus dem Ärmel quasi rausgekommen. Ach, na gut. Dann halt nicht. Okay, einfach wie ein wilder Watz drauf, hilft auch manchmal. Ja, ich glaube, ich trinke mal sowas. War zwar noch nicht extrem verletzt, aber wir haben so viele Blutechos dabei, dass ich nichts riskieren möchte. Und wir kriegen momentan relativ viele Fiolen. Also aus dem Grund würde ich sagen, es ist okay. Ist das ein Rückweg vielleicht? Das wäre schön. Können wir mal ein bisschen was ausgeben. Schwopp. Okay. Hier geht's raus. Wo sind wir denn? Kennen wir das denn schon? Nee, ist nicht der Eingang. Ach, ich dachte gerade erst, das wäre das, wo dieser komische Skelettwächter vor der Tür säße, oder? Aber dann war es das nicht, denke ich mal. Auf jeden Fall sind hier Feinde. Ja, und Feinde... Oh, oh. Ich hoffe mal. Na. Okay. Ich würde die gerne kontern, aber sie haben nicht sehr viele Angriffe, die man kontern kann. Oh. Ganz schön lange Kombo haben die auch, muss ich mal sagen. Aber das haben wir auch, Leute. Das haben wir auch. Mäßigen Blutedelstein. Davon haben wir schon so viele gefunden. Ach, ich habe ein bisschen gehofft, dass wir jetzt hier irgendwo was zum Speichern finden würden. Die Wege hier sind sehr weit, muss ich sagen. Ja, da hat sich wohl wieder gerade was verwandelt. Das kommt mir aber bekannt vor hier. Ich glaube, das so ein Gebiet hatten wir schon mal. Aber es sieht auch irgendwie alles sehr ähnlich aus. Das muss man leider wirklich sagen. Nicht, dass es mich wirklich stören würde. Es gibt einfach überall zu viele Wege. Das ist echt übel. Ich meine, es ist ja logisch, dass es irgendwie auch alles ähnlich ist. Ich glaube aber, hier war ich schon mal, oder? Das heißt, hier müsste auch irgendwo eine Laterne sein. Das ist das Dorf. Das ist das Dorf und das ist ein Kanonenheimer. Der Kanonenheimer Maximus ist das Dorf. Hey Maximus. Na, das gefällt mir. Dann ist dann nicht der Covenant-Typi ganz oben? Ist das das gewesen? Da müsste ich mal ganz kurz gucken. Denn das würde bedeuten... Ui!
dass unser Dorf nicht weit entfernt liegt, Leute. Und das würde mir wohl gefallen. Wie komme ich denn da hin? Ach, da muss ich auch noch springen, oder was? Ach nee, da geht's auch gar nicht hoch, oder wie? Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Bin ich da schon ganz oben? Nee, also darüber, da hoch kann ich nicht. Dann habe ich mich doch geirrt. Mann! Ich hatte doch irgendwo so einen Typi gefunden. Na, wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Gehen wir halt wieder ein Stück runter. Also bei dieser Kanone war ich ja schon. Das weiß ich noch. Man sieht aber auch echt nicht weit. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Ich kann mich schlechter orientieren, wenn ich nur 2,50 Meter sehe. Brücke. Klar, hier hat es auch alles angefangen. Huiuiuiuiui. Mit den Schlangen hat hier alles angefangen. Huiuiui. Bams. Und nochmal. Komm, wir holen uns unser Leben zurück. Und deine Blutechos. Wahaha. Alles klar. Ja gut, dann ist das hier auf jeden Fall nicht sinnvoll. Es sei denn, wir finden... War die Laterne so weit weg von hier? Die nächste? Oh mein Gott, das ist alles so verwirrend. Man muss das Spiel wirklich so ein bisschen am Stück spielen oder einfach häufiger, damit man sich zurechtfindet. Ich denke aber, hier sollte ich nicht weitergehen. Das ist ein... Oh, habe ich wohl was vergessen. Blutviolen. Ach nee, der ist da nur tot umgefallen. Egal. Gehen wir halt weiter. Es ist auf jeden Fall ein Verbindungsstück zu den Gebieten, die wir schon hatten. Und das ist schon mal was wert. Ich weiß halt nur nicht, ob die nächste Laterne direkt hier irgendwo um die Ecke ist. Vermutlich, aber ich weiß halt nicht, um welche Ecke. Ich könnte auch gleich, ich glaube, das mache ich mal zum Ende des Parts, werde ich einfach mal so ein Jägerflucht-Item benutzen, mit dem ich zurück ins Lager kann, um meine Blutechos auszugeben. Und dann kann ich wieder quasi rausfinden, wo die letzte Laterne war, und von dort aus kann ich dann wieder nach hier gehen, und ich denke, dann wird alles in Ordnung sein. Aber tatsächlich ist für mich in diesem Spiel bis jetzt die Orientierung die größte Herausforderung. Oh Leute, das ist ja ganz schön hart hier. Das ist ganz schön hart. Aber wisst ihr, was noch härter ist? Der Hammer, den ich mit mir herumtrage, ja? Der ist richtig hart. Der ist richtig bitter. So. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich einfach hier nochmal so eine Laterne finde. Ja, und ich weiß auch, der Part ist bald schon wieder zu Ende. Ja, wir haben einiges geschlachtet, aber wir haben auch einiges gefunden. Und wir haben uns einige Wege weit verlaufen. Aber wir finden auch einige Zusammenhänge wieder, die mir vorher nicht ganz bewusst waren. Das sieht ganz, ganz arg nach Boss Battle aus, oder? Ich glaube nicht, dass ich das tun... Ach, da vorne auch. Da seht ihr auch ein Nebeltor. Dann gehe ich lieber mal in die andere Richtung. Der Part ist eh so gut wie vorbei. Das sah mir eher so aus, dass sobald ich durch dieses Tor gehe, vor dem ich gerade stand, dann zündet sozusagen das Boss-Battle. Und ich werde einfach mal nach Strich und Faden vermöbelt. Aha, guckt euch dies an. Das ist das Tor von eben. Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ach, und hier kann ich auch Hilfe dafür rufen, oder was? Ja, aber Leute, ist das nicht super dumm, mit so vielen Blutechos ins Boss-Battle zu gehen, zumal der Part eh vorbei ist. Es sind 30 Minuten. Da mache ich das doch so, ich habe jetzt ein Tor und eine Abkürzung geöffnet, finde also im nächsten Part ganz sicherlich wieder dahin, und dann gibt es, glaube ich, ein Boss-Battle. Denn ihr habt gerade gesehen, das Tor da, das führt, glaube ich, direkt, also es führt ja direkt zu so einer Beschwörung, und die ist, glaube ich, dafür da, dass man das in diesem Boss-Battle hier, dass ich hier wirklich ganz sicher erwarte, sich eine Hilfe holen kann. Okay, wir machen es folgendermaßen. Ich beende noch nicht sofort, sondern ich teleportiere mich jetzt onscreen noch zurück. Wie ging das nochmal? Mit welchem? Hier, Zeichen des... Ja, genau. KWMs. Fünf. Okay, und wir schauen, wie viel ich eigentlich damit aufsteigen kann. Ich schätze mal, viel ist es nicht. Aber es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es mir so ein kleines bisschen Goodie gibt. Goodie ist Goodie.
Und dann, liebe Leute, machen wir im nächsten Part offenbar einen Bosskampf. Zumindest würde ich schwer davon ausgehen. Gestärkt, wie wir sind. Jetzt überlege ich mir gerade noch. Also ihr habt gesagt, ihr wollt. Oh. Ach. Hä? Hat mich gar nicht direkt irgendwo hingebracht. Das hat mich nur zum letzten. Okay, ja, aber ich kann von hier in Traum des Jägers. Ich habe nur gerade versucht, mich zu orientieren. Also von hier, von einer der Brücken aus, wo die rumwandern, da komme ich auf jeden Fall zu unserem Türmchen und da kann ich dann irgendwo runterklettern. Und wo ich runterklettere, da finde ich dann auch zu dem Bosskampf. So, ganz kurz schauen. Willkommen daheim. Was wünscht? Was ich mir wünsche. Nun gut. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich. Was ich mir wünsche, sind viele Levels. So, 2 Punkte Stärke noch. Das ist doch super. Und jetzt kann ich noch irgendwas machen. Ja, doch, das macht immer noch ordentlich Unterschied. Und gibt auch noch ein bisschen physische Abwehr. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. So ein bisschen mehr Ausdauer noch. Vitalität ist auch immer geil, aber ich finde, wir haben eigentlich momentan ein relativ gutes Lebenspolster. Ich würde sagen, jetzt mache ich erstmal noch auf 25 Ausdauer oder so. Also ein bisschen vielleicht noch. Wie viel gibt denn das? 2 Punkte. Einfach damit ich nochmal extra wegrennen kann oder so. Und das gibt halt auch immer noch ein bisschen Abwehr. Also gegen Gift gibt es immer Resistenzen. Das ist schon nicht wenig. Das gibt ein Geschick so. Auch ein kleines bisschen mehr Schaden. Also ich wollte Stärke erstmal nicht über 40 machen. Es bringt zwar immer noch mehr. Nee, es bringt diesmal genauso viel wie Geschick, wie ihr seht. Jeweils 2 Punkte Schaden. Oder? Nee, physische Abwehr. Nee, nee. Stärke bringt immer noch mehr Schaden und physische Abwehr wird gleich gesteigert. Aber ich weiß nicht, ob ich ewig bei dieser Waffe bleiben möchte, denn ich möchte ja noch ein bisschen mehr zeigen. Ich dachte, ich gehe da noch ein bisschen auf Geschick und dann können wir da vielleicht noch was rausholen. Aber erstmal noch ein bisschen Ausdauer, einfach weil es geht. Ich hoffe, das ist nicht total verskillt dadurch, aber ich denke mal, das wird schon gut gehen. Jetzt möchte ich mit euch aber noch. Ja, leb wohl. Möchte ich mit euch noch ganz gerne hier meine neuen Sachen kurz anschauen. Ich denke mal, da wird es einiges an coolen Krams geben. Mehr Blutechos möchte ich eigentlich nicht so gerne aufgeben, denn das ist eine ziemlich coole Sache. Ich weiß nur nicht, wie viel mehr. Was steht denn dabei? Kann man doch bestimmt irgendwie sehen. Anzeigen. Weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen. Ah, wir haben noch viele freie Sachen da, oder? Resistenz gegen langsame Vergiftung, Resistenz gegen Wahnsinn, Blitzschadensreduktion, physische Schadensreduktion. Hier steht auch immer dabei. Boah, das ist aber eine ganze Menge, was man da. Was ist eigentlich Wahnsinn? Erhöhte GP, maximale GP plus 5%. Ist nicht so schlecht, würde ich sagen. Auf jeden Fall besser als das hier. Ja, machen wir das mal mit rein. 5%. Ich meine, normalerweise ist das nicht unbedingt das, was einem das Leben rettet. Oh, maximale Ausdauer plus 10% ist nicht übel. Und das ist natürlich gegen diese Gegner hier sehr gut. Ich würde sagen, ich mache erstmal die maximale Ausdauer noch ein bisschen höher. Dann können wir ein bisschen länger battlen. Und wenn sich das später ergibt, dass das blöd ist, dann nehmen wir halt was anderes, Leute. Dann nehmen wir einfach etwas anderes. So, wollen wir nochmal gucken, ob wir die Waffen cool aufwerten können. Erstmal reparieren. Ist zwar nicht wahnsinnig kaputt, aber ich will es auch nicht, nicht unbedingt ausreizen. Moment mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Kann ich das verstärken? Blutsteinbrocken habe ich nur einen. Ich brauche 3. Oh, das ist ja der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Seht ihr? Mäßigen Blutedelstein 2 habe ich da drin. Was macht der? Angriff plus 10,5%. Habe ich nicht einen Dreier? Ha, guck mal. Aber der ist schwächer. Was macht der? 10,5% Angriff. 9,5% Angriff und physischer Angriff plus 6. Also er ist tatsächlich effektiv stärker. Den nehmen wir mal rein. Was haben wir hier drin? Achso, und ich kann sogar noch was Drittes reinmachen. Wann habe ich das denn freigeschaltet? So, kam Blutedelstein, physischer Angriff. Nee, das war. Achso, ja, da ist mein roter Blutedelstein einfach besser gerade. Und Mäßigung Blutedelstein kann ich hier nochmal einbauen. Oh ja, das kann ich nochmal ordentlich aufwerten, Leute. Das habe ich wohl mit einem Aufwerten, also mit einem. Ich habe mich mit einem Aufwerten aufgewertet. Ja, ich habe das offenbar mit 9%, 10,5%. Alter, das ist echt krass.
Ja. Das hat die Waffe extrem verstärkt, würde ich mal behaupten. Also ich kann das wohl seit Level 6 oder so, den Kirchenhammer noch weiter aufwerten. Geilo. Das hat wirklich jetzt richtig viel ausgemacht, würde ich mal behaupten. Also so langsam haut der Hammer echt rein. So, was machen wir mit der Jägerpistole? Können wir die auch so ein bisschen... Blutangriff? Ja, guckt euch das mal an. Hier, warum denn nicht? Was mit der Repetierpistole? Kriegt den anderen mal rein, warum nicht? Also ja, wir machen uns langsam, würde ich mal behaupten. Wir machen uns langsam. Aber wisst ihr was? Ich mache mich jetzt erstmal auf in die Pause. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Das nächste Mal gibt es hoffentlich ein Boss-Battle. Ich würde mich drauf freuen. Dieser Hammer macht langsam richtig Laune, oder? Aber wir können nicht ewig mit dem Hammer durch die Gegend laufen. Wir müssen auch noch ein paar andere Waffen testen. Und ich hoffe, wir finden noch ein paar ganz coole. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte. Aber ich habe viel zu schwere Arme. Seht ihr ja. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.